Diskussion an der TU, an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, gerade mit Blick auf die Lernraumgestaltung und die Campusgestaltung, die eben ganz wesentlich von den Anforderungen, von den Interessen, von den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer getragen sein soll. Zunächst sozusagen ein kurzer Überblick, warum ist das überhaupt ein Thema an der JKU? Es ist erstmal entscheidend zu wissen, dass wir tatsächlich eine sehr, sehr große Campus-Universität sind, eine der größten Campus-Universitäten in Deutschland. Wir haben zwar insgesamt 3 Campus, eigentlich sind die meisten Teile der Universität mit einem Großfeld von rund 30.000 Studierenden aus etwa 120 Nationen in ungefähr 300 verschiedenen Fächern eingeschrieben, auf einem Campus tatsächlich innenstadtnah vereint, zusammen mit dem Großteil unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eben den 10 Fachbereichen, zumindest 8 Fachbereiche und 2 Hochschulen sind tatsächlich direkt auf dem Campus vereint. Ein Fachbereich, die Universitätsmedizin, ist teilweise auf dem Campus, teilweise auf dem Campus auf dem gegenüberliegenden Hügel sozusagen. In Mainz ein Fachbereich ist tatsächlich ein bisschen weiter entfernt. Und dazu kommen noch eine Reihe außeruniversitärer Forschungsinstitute, die auch auf diesem Campus vereint sind. Und so ergibt sich sehr buntes, lebendiges Umfeld, das quasi wie eine kleine Stadt, wie eine kleine Gemeinde sozusagen in sich schon funktioniert. Sehr viel Bewegung und auch ein architektonisch sehr vielfältiges Umfeld einfach gibt. Dass das so gewollt ist, das ist schon seit der Gründungszeit der Universität. Die Universität wurde neu gegründet, sozusagen nachdem 100 Jahre keine Universität in Mainz existiert hat. Und zwar kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, unter dem Motto Ut omnes unum sint, also dass alle eins seien, tatsächlich schon so ein Gemeinschaft, Einheitsgedanke, nicht nur der Fachkulturen, der Fächer, sondern eben auch der verschiedenen Campusgruppen, der Nutzerinnengruppen, der Mitglieder der Universität. Und mit Blick auf unsere Lehrstrategie und unsere Strategie zum digitalen Wandel in Lehre und Studium, da ist auch nochmal ganz deutlich herausgestellt, dass es uns wichtig ist, dass die Campuszeit als eine Quality Time tatsächlich fungiert. Das heißt, das, was wir in Präsenz auf dem Campus machen, das soll auch tatsächlich einen Mehrwert, ein Mehrerleben, eine Mehrqualität gegenüber einem rein digitalen, einem rein Distanzunterricht oder eben auch einen Distanzkontakt haben. Und entsprechend muss auch das Umfeld, muss auch das physische Umfeld dafür gestaltet sein, damit dieser Raum einen entsprechenden Mehrwert bieten kann. Dabei ist es ganz wichtig, dass gerade Studierende auch als Mitgestalterin dieser Campus-Umwelt, sowohl der Lernräume als auch des Campus, als Fläche sozusagen dienen und das ganz getreu der klassischen Prinzipien der Gruppenuniversität. Das heißt, dass wir mit Subsidiarität, Partizipation und Transparenz diese Gestaltungsprozesse leisten wollen. Jetzt wollen wir gleich einsteigen. Eva Riem wird den Anfang machen mit einem Projekt, das sehr stark Studierende auch aus einer Forschungsperspektive mitnimmt. Und wir wollen uns ansehen, wie dort zeitgemäße Formen von Partizipation aussehen und wie physische Lerngemeinschaftsräume dabei wirklich kooperativ, Gemeinschaft als Co-Creation entwickelt und zukunftsfähig gemacht werden können. Eva. Ja, ich freue mich besonders, heute Ihnen eines der 2 Projekte vorstellen zu dürfen. Wir hatten das Projekt, das 2019 stattgefunden hatte, Freiraum Campus genannt. Das war ein Projekt, das von meiner Kollegin Dr. Julia van Lessen und mir geleitet wurde am Geografischen Institut. Herr Dr. Helge Simon hat ganz maßgeblich unterstützt aus der Geoinformatik. Wie, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Und wir hatten eine Kooperation mit den Studierenden unter der Leitung von Konstanze Petroff, Professor Konstanze Petroff aus Geisenheim. Das sind die Landschaftsarchitekten. Wir sind auf die Projektidee gekommen, nachdem in der Allgemeinen Zeitung in Mainz eine Grafik publiziert wurde, die Sie hier sehen. Da ging es um in dem Text ging es darum, dass Bauprojekte auf dem Campus starten sollen und ein zentrales Bauprojekt sollte eben diese sogenannte neue Mitte werden und die sollte zumindest laut der Visualisierung so aussehen. Und wir haben uns eben gefragt, ob in Zeiten der Klimakrise solche versiegelten Flächen überhaupt noch gewünscht sind von den Nutzerinnen und Nutzern und ob sich die Nutzerinnen und Nutzer auf solchen stark versiegelten und sagen wir mal, architektonisch anspruchsvollen und sehr minimalistisch gestalteten Flächen überhaupt wohlfühlen. Wir haben sozusagen eine Dreigliederung bei dem Projekt gehabt. Der erste Schritt, den wir begangen sind, das war ein Projekt der Geografie. Wir haben dort mithilfe empirisch-sozialwissenschaftlicher qualitativer Methoden einige Fragestellungen beantwortet. Es waren noch viele Unterfragestellungen, die ich Ihnen
aufgrund der Kürze der Zeit, die ich Ihnen aufgrund der Kürze der Zeit heute nicht vorstellen kann. Wir haben vor allem gefragt, auf welchen Freiflächen sich Nutzerinnen überhaupt wohlfühlen, auf welchen eben nicht und was dieses Empfinden bedingt. Wir haben danach gefragt, wie denn eine Gestaltung der Freiflächen des Campus aussehen würde, die zum Lernen, Arbeiten, Bewegen und auch Kommunizieren animiert und über welche Eigenschaften und Infrastrukturen ein Campus der Zukunft verfügen sollte, damit er modernen Nutzeransprüchen gerecht wird. Wir haben vor allem strukturierte Beobachtungen durchgeführt, also geschaut, wer hält sich eigentlich wann wo auf und was machen die Leute da. Wir haben kartiert, aber wir haben vor allem mit insgesamt 300 Studierenden und Mitarbeiterinnen gesprochen, im Rahmen von qualitativen Interviews, aber auch standortbezogenen Kurzbefragungen. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Interviewzitate exemplarisch mal vorlesen. Aus den Themenbereichen einmal Versiegelung und dann noch auf dem Bereich Emotionen. So hat zum Beispiel ein Interviewpartner gesagt zum Thema Versiegelung, es sind einfach nur Freiflächen, das wird im Sommer viel zu heiß. Sobald die Sonne rauskommt und du hast nur Beton, das heizt sich viel zu sehr auf, wenn man keinen Schatten hat. Und es ist natürlich schöner anzusehen, mit etwas Grün fühlt man sich doch gleich viel wohler. Das hat er in Bezug auf diesen Innenhof der Musikhochschule an der JGU gesagt und es gibt tatsächlich relativ viele neu gestaltete Gebäude, die solche stark versiegelten Flächen auch gerade im Außenbereich aufweisen. Und was wir rausgehört haben, war, dass zum einen natürlich die Temperaturentwicklung sehr unglücklich ist, vor allem im Sommer, und dass das eben nicht zu einer besonders angenehmen Aufenthaltsqualität führt, aber auch, dass die Leute sich viel Vegetation wünschen. Zum einen, weil sich das natürlich eben positiv auf die Temperaturentwicklung auswirkt, aber viel Grün, aber vor allem auch schattenwerfende Bäume, auch so eine Art Rückzugsort ermöglichen von dieser doch sehr stark strukturierten und kognitiv geprägten universitären Umwelt und von diesem universitären Alltag. Ne? Also dieses Grün bildet so ein bisschen den Kontrast zu diesen strukturierten Bauten und diesen führt einfach dazu, dass man sich auch etwas erholen kann. Weiteres Beispiel, Zitat zum Thema Emotionen. Eine Studierende hat gesagt, dass die Fläche vor dem GFG zubetoniert wurde. Das ist das Georg-Forster-Gebäude. Das bringt keinen Mehrwert für irgendwelche Fahrradplätze. Noch hat man irgendwie Sitzbänke gebaut. Also diese Fläche macht mich wirklich wütend. Das ist einfach nur hässlich und macht mich richtig sauer. Das macht mich wütend, das ist frustrierend. Also Sie sehen schon, die Emotionen, die uns entgegenkamen, die waren teilweise schon relativ deutlich. Jemand anders hat zum Beispiel auch gesagt, man ist schon ein bisschen verloren, wenn man über diesen Platz läuft. Das ist kein wohliges Gefühl. Und so haben wir uns sozusagen in unterschiedlichen Auswertungskategorien eben daran abgearbeitet, um die vorab genannten Fragestellungen zu beantworten. Wir haben einen relativ umfassenden Datenkorpus am Ende gehabt, den wir in einem zweiten Schritt an die Freiraumplaner, also an die Landschaftsarchitekten in Geisenheim weitergegeben haben. Und diese Landschaftsarchitekturstudierenden haben eben unter der Leitung von Frau Professor Petroff unsere Erkenntnisse in Pläne und Entwürfe übersetzt. Das heißt, man kann sagen, dass die Partizipation sozusagen wirklich von Anfang an stattgefunden hat. Normalerweise ist es ja so, dass Architekten Pläne entwerfen und dann spiegelt man diese Pläne eben der entsprechenden Nutzergruppe zu und dann wird darüber diskutiert. Und wir haben den Spieß eben umgedreht und haben gesagt, okay, wir wollen erstmal wissen, was brauchen die Nutzer, was wollen die Nutzer, welche Elemente führen dazu, dass sie sich an bestimmten Orten wohlfühlen. Und auf Basis dieser Erkenntnisse haben eben die Landschaftsarchitekten entsprechende Pläne entwickelt. Es gibt 7 dieser Pläne, die können Sie sich alle später noch auf unserer Website ansehen, wenn Sie möchten. Ich habe jetzt nur einen Screenshot mal exemplarisch ausgewählt. Das ist der Entwurf Gemeinsam Leben und Lernen von Robin Kepler und Katharina Katzmatzik. Was Sie schon sehen können, ist, dass der Masterplan geprägt ist von einer recht starken Durchgrünung. Und wenn wir jetzt mal in ein Detail reingehen und uns die sogenannte grüne Mitte anschauen, die ja geplant war, dann würde die nicht mehr so aussehen, wenn sie nach den Nutzeransprüchen und Wünschen gestaltet werden würde, sondern sie würde so aussehen. Das, denke ich, ist dann doch ein relativ starker Kontrast. Was wir hier sehen, ist, dass wir ganz unterschiedliche Sitzmöglichkeiten aus unterschiedlichen Materialien haben.
Sie sehen da hinten in der rechten Ecke gibt es solche Holzpodeste, die sich zum einerseits dazu eignen, sich einfach aufzuhalten, zu kommunizieren. Aber es ließen sich zum Beispiel auch Lehrveranstaltungen dort abhalten. Und was natürlich sehr prägend ist, sind eben die zahlreichen Bäume, die eben auch Schatten spenden und eben auch zu einem gewissen Wohlbefinden dann beitragen. Damit nicht genug. Wir haben in einem weiteren Schritt die Pläne an die Geoinformatik weitergegeben und haben darum gebeten, den aktuellen Masterplan der JGU mit einem oder mit den unterschiedlichen Plänen der Geisenheimer Studierenden zu vergleichen. Und dabei kam raus, jetzt nur in aller Kürze, dass die Temperaturentwicklung der unterschiedlichen Pläne ziemlich drastisch war. Also Sie sehen beispielsweise, wenn es rot wäre, würde es bedeuten, dass es eine Erwärmung gäbe. Blau bedeutet, dass es durch die Neugestaltung, durch die Begrünung zu einer Abkühlung führen würde. Und die Abkühlung war recht drastisch. Das waren zum Teil bis zu 9 Grad geringere Temperaturen, was sich natürlich enorm auf die Aufenthaltsqualität auswirkt. Wir haben uns sehr gefreut, dass das Projekt gut angenommen wurde, zum einen von der Hochschulleitung, aber auch von den zuständigen Landesbaubetrieben. Mittlerweile wurde der 1000. neue Baum auf dem Campus gepflanzt. Wir haben deutliche Verbesserungen im Bereich Außenarbeitsplätze und Aufenthaltsorte im Sinne von verschiedenen Arten von Sitzbänken und Tischen. Und es gibt einen neu gestalteten Campusgarten. Wie Sie sehen, wird der ganz rege genutzt. Da sind jetzt Tischtennisplatten. Es gibt aber auch Hochbeete, die sich Studierende beispielsweise mieten können. Und insgesamt gab es mittlerweile schon einige Verbesserungen bezüglich der Aufenthaltsqualität auf dem Campus. Es geht aber nicht nur bei den Partizipationsprojekten um Außenräume, sondern es gibt noch ein weiteres Projekt, Elena, und da haben wir uns um das Thema Innenräume bemüht. Genau, und das ist der Punkt, wo ich übernehme, denn Eva Riem und ich haben uns dann im Rahmen des jährlichen Projekts der Gutenberg Changemaker mit dem Thema Lernräume aus Studierendenperspektive gestalten auseinandergesetzt. Da ging es um Innenräume. Wir sind jetzt diese Gutenberg Changemaker, wo kommen die her? Die gibt es seit Januar 2020 und sind entstanden im Rahmen der strategischen Peer-to-Peer-Beratung des HFD nach dem Vorbild der HFD Digital Changemaker. Und es ist sozusagen unsere Studierenden-Fokusgruppe, auch mit ein bisschen manchmal mit einem Think-Tank-Charakter an der Johannes Gutenberg-Universität. Und inhaltlich geht es darum, dass sie sich in gemeinsamen Workshops, Diskussionsrunden, Arbeitsgruppen einmal Erfahrungen austauschen, also zwischen Studierendenerfahrungen, die auch dann an die Hochschulleitung eben weitergetragen werden. Aber es geht auch darum, Ideen und Lösungsansätze zu aktuellen Fragestellungen des digitalen Wandels in Lehre und Studium an der JGU zu entwickeln oder auch eben konkrete Probleme für Studierende an der JGU zu reflektieren. Und natürlich ist auch eine fast schon chronische Raumknappheit deutscher Universitäten natürlich da auch ein Thema gewesen. Im Rahmen dieses Austauschs ergibt sich eben die Möglichkeit, aktiv an solchen Weiterentwicklungen an der JGU auch für die Studierenden mitzuwirken und für sozusagen von institutioneller Seite auch eben ein Feedback einzuholen, und immer zu schauen, wo es am meisten wehtut. Und natürlich schauen unsere Changemaker dann auch hinter die Kulissen an universitären Betriebs. Und für 2020 haben wir uns überlegt, das Thema Lehr-Lernräume jetzt mal nochmal genauer ins Auge zu fassen. Elena wird gleich noch ganz genauen Einblick geben in das Projekt. Wie war das aufgebaut? Es ging tatsächlich, wir haben uns so ein bisschen orientiert, auch wenn es ein bisschen sehr oldschool ist, an einem Design-Thinking-Prozess. Eva Riem und ich kommen aus den Sozialwissenschaften und
Wir haben begonnen mit eben ähnlich wie beim vorherigen Projekt zur Außengestaltung eben mit einer qualitativen Befragung. Das heißt, wir haben mit sozialwissenschaftlichen Methoden der Bedarfserhebung eben die Bedürfnisse versucht zu elizitieren, rauszuziehen. Dazu hat Eva netterweise alle unsere Changemaker aufgeschlaut in Bezug auf wie erhebe ich solche Bedarfe von anderen Studierenden, von Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das heißt, Studierende befragt, und zwar möglichst verschiedene Fachbereiche zu dem Thema Lehr-Lernraumsituation an der JGU und an der UM. Das ist gemündet in einen Workshop, wo zunächst mal all dieses Feedback, was man gefunden hat, zusammengetragen wurde und dann tatsächlich auch so ein Prototyping sogar stattfand. Diese Prototypen, Elena wird gleich mehr dazu sagen, die sind visualisiert worden, erstmal in Form von Postern. Die sind auch wiederum vorgestellt worden weiteren Stakeholdern an der Universität, die alle wahnsinnig interessiert waren. Das Feedback war wirklich toll, die Interessenlage war toll, da haben uns sehr gefreut. Und dann ging sozusagen das in die nächste Iteration und dann gab es zu diesen Prototypen, zu diesen Ideen noch weiteres Feedback von Studierenden der JGU aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Und am Ende ist dieses Feedback nochmal eingearbeitet worden. Es gab eine weitere Präsentation dieser Entwürfe und diese Entwürfe sind auch wieder weitergegeben worden, schon zum einen an das Dezernat Bau- und Liegenschaftsmanagement und den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Rheinland-Pfalz, die sozusagen wirklich dafür zuständig sind, dass Räume gestaltet werden, sowohl innen wie außen, primär aber tatsächlich Innenräume. Die waren mit im Boot. Hat uns irre gefreut, dass sie mitgemacht haben, gesagt haben, hey, wir haben total Lust da drauf. Die haben diese Entwürfe aufgenommen. Verschiedene Fachbereiche haben die mit Begeisterung aufgenommen, um auch da wieder weiterzuarbeiten, ebenso wie die Universitätsbibliothek. Und die Elena wird jetzt noch mehr Einblicke geben, da wie das war in diesem ganzen Prozess und was getan wurde. Genau, an der Stelle steige ich mal ein und ich war als Studentin 2022 jetzt aktiv bei dem eben beschriebenen Changemaker-Prozess dabei und ja, ich möchte einfach ein paar meiner Eindrücke jetzt teilen, dafür habe ich Fotos mitgebracht und will auch gerade mal auf das linke Bild hinweisen, da sind wir gerade dabei im Rahmen eines Workshops eine praktische Aufgabe zu lösen, wir haben auch die Zeit genutzt, als Team zusammenzufinden. Und hier war es konkret gerade unsere Aufgabe, mit einer begrenzten Menge an Baumaterial, in diesem Fall waren das jetzt Spaghettis und Klebeband, einen möglichst hohen und stabilen Turm zu bauen. Und dabei stellte sich heraus, dass gute Ideen zu haben nicht immer automatisch heißt, dass die auch tragfähig sind. Aber wir haben festgestellt, dass es gemeinsam was werden kann, wenn wir alles zusammentragen. Und deswegen stand im Zentrum unseres Workshops auch das Sammeln und Diskutieren von Ideen. Gerade auch die angesprochenen Umfrageergebnisse aus den Interviews mit verschiedenen Studierenden haben uns dabei geholfen, die Anregungen und Ideen aus verschiedenen Fachbereichen und auch von verschiedenen Blickwinkeln her kennenzulernen und auch zu berücksichtigen. Ja, bei der Besichtigung eines stillgelegten Gebäudes, wie man jetzt auf der rechten Seite sieht, da haben wir uns mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut gemacht. Also war es eigentlich unsere Aufgabe, uns die vielfältigen Anregungen mit der Realität und dem Bestand der stillgelegten Gebäude so zu verbinden. Und das war ebenso herausfordernd wie kreativ anregend. Ja, nach der Begehung des Gebäudes wurden die Ideen dann visualisiert und hier handelt es sich tatsächlich um denselben Raum, wie auf der vorigen Folie auch zu sehen war, jedoch als Zukunftsvision. Und ich denke, was uns als Changemaker charakterisiert, ist die Fähigkeit, das Potenzial in bisher ungenutzten Räumen zu sehen und diese dann entsprechend der studentischen Bedürfnisse gestalten zu wollen. Obwohl das besichtigte Gebäude, die ehemalige Biochemie, jetzt nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist
und auch hier und da sicherlich eine Renovierung not tut. Seit Anfang an auch vielleicht schon die Abrisspläne bestanden, haben wir die Idee der Zwischennutzung auf den Plan gebracht. Und dieser Ansatz ist für unsere Universität etwas Besonderes. Denn zwischen Auszug und Abriss wird das Gebäude ja erstmal nicht genutzt. Und diesen Raum wollen wir zur Umnutzung des Gebäudes gestalten. Die Zeit, in der das Gebäude leer steht, kann ja zu einer beschränkten Nutzung mit nach voriger Vereinbarung neu gestaltet werden. Und das haben wir uns dann mit unseren Zwischennutzungskonzepten hier überlegt. Gerade bei der Innenausstattung wollten wir auch auf Recyclingmaterial zurückgreifen und dadurch Ressourcen sparen. Wir wollen einen innovativen Beitrag leisten, auch etwas gegen die eben angesprochene akute Lernraumknappheit zu tun, die sich jetzt gerade in der Pandemiezeit herausgestellt hat, wo es immer hier und da an Internetanschlüssen und auch ruhigen Lernräumlichkeiten gefehlt hat. Aber auch so innovative Konzepte, wie beispielsweise ein Eltern-Kind-Raum oder ein Pausenraum oder auch grüne Lernräume, die können dort konkret erprobt werden. Ja, von dieser konkreten Baustelle jetzt zurück zu den großen Wünschen und Plänen, die wir auch zusammengestellt haben und zwischen den konkreten und großen Ideen, das auch immer schwankte, unsere Arbeit. Um unsere Uni insgesamt mitzugestalten, haben wir die Wünsche der befragten Studierenden unter 6 Raumtypen zusammengefasst. Und dann bei der eben angesprochenen Posterpräsentation am Ende dieses Prozesses den Vertreterinnen und Vertretern der Unileitung und der Bauverwaltung weitergegeben. Und das ist wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen, diese Ideen. Und es wurde auch Interesse bekundet, das weiterhin mit einzubeziehen, die Ideen, die hier gesammelt wurden. Und dass es sich hierbei um Prototypen handelt, ist natürlich klar, aber dort, wo Wünsche und Realität irgendwie miteinander abgeglichen werden, da kann was entstehen. Und das ist das, was uns auch weiterhin leitet. Denn wir als Studierende wollen nicht nur jetzt im Rahmen eines begrenzten Projekts tätig sein, sondern wir wollen weitergehen und auch über die Grenzen des Projekts hinausdenken. Und dabei lassen wir uns einfach von dem Motto leiten, groß denken und konkret tätig werden. Ja, damit endet jetzt mein Einblick und unser Vortrag. Und wir laden jetzt dazu ein, dass Sie ins Tun kommen, dass Sie jetzt aktiv werden können. Einmal die Möglichkeit, sich die Homepages anzuschauen, jetzt über den Link oder auch die Möglichkeit, den QR-Code zu scannen. Und für alle, die noch Lust haben, mit uns in den Austausch zu treten, gibt es jetzt die Möglichkeit, zum Netzwerktisch hinzuzutreten. Dazu herzliche Einladung. Wir freuen uns.